Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Food Flash. Wir werden euch heute auf eine kulinarische Streetfood-Tour mitnehmen. Und zwar haben wir uns zwei Länder rausgesucht, die der ein oder andere noch nicht kennt. Und da sind wir auf eine mega Geschmacksexplosion gespannt. Klaus, bist du auch schon? Ja, auf jeden sehr Fall. Bin aufgeregt, ich bin ja? Natürlich nicht aufgeregt. Warum zitter ich ja? Zitterst du schon? Ja. Oder hast du deine Drogen nicht genommen? Nein, Quatsch. Hör auf. Auf. Ja. Nee. Auf jeden Fall seid gespannt. Wir sind es auf jeden Fall. Denn das sind zwei Länder. Also ein Land kenne ich definitiv. Aber das andere, da kenne ich das Streetfood noch nicht. Und von daher sind wir umso gespannter. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Und ey, euch wird das Wasser aus dem Mund rauslaufen. Hopp, bitte. So Freunde, unsere erste Station findet hier statt. Und zwar bei Sri Lankan Food. Oder Sri Lankan Wave, ne? Genau, richtig, Sri Lankan genau. Wave Street Food. Ja. Und ja. Ihr bietet da authentisches singalesisches Essen an? Genau, auf jeden Fall. Haben wir alles von meiner Mutti übernommen. Wir haben das Ganze quasi ins Leben gerufen vor 3 Jahren. Da habe ich halt schon, meine Mutter hat das vor 7 Jahren gestartet als Hobby und ist halt mit einem Gastrozelt als One-Man- oder One-Woman-Show irgendwie durch Hamburg gereist mit einem Taxi, hat alles irgendwie alleine gemacht. Und da habe ich ihr schon immer geholfen und da war einer meiner besten Freunde Finn auch immer zu Besuch und hat das super gefeiert. Und dann hat Mutti irgendwann zu mir gesagt, dass sie nicht mehr kann, einfach von der Kraft her und auch gesundheitlich. Und dann habe ich Finn halt gefragt, ob er nicht Bock hat, da irgendwie was draus zu machen. Und er war sofort Feuer und Flamme. Irgendwie hat das Potenzial gesehen und dann, ja, und dann sind wir uns den Foodtruck geholt. Genau. Ja. Also jetzt sind wir seit 3 Jahren in Hamburg unterwegs und auf Festivals. Seit 3 Jahren, ja? Ja, genau. Ja. Ja. Letztes Jahr war ja leider ein kleines Pausenjahr, aber ja, seit 3 Jahren. Geht auf jeden Fall weiter und jetzt sind wir hier in den Messeheim, im Eloise. Und haben da so, ja, Pop-Up kann man das eigentlich schon gar nicht mehr nennen, sondern auf jeden Fall über den Sommer so einen kleinen Standort errichtet, ja, wo wir unser Essen anbieten, ne? Ja. Genau. Und vor allem Authentica, also ja, richtig real Sri Lankan Food. Und darauf bin ich schon sehr gespannt. Klaus war zur Info schon zigfach auf Sri Lanka. Also der war, wie oft warst du auf Sri Lanka? Oh, ich weiß nicht, 20 Mal bestimmt. Mehr ja, bestimmt. Ich bin aber früher mit dem Schiff Feldreisen gemacht, da war ich auch oft da, ne? Ah, okay. Ja, und oder, ja, 20 Mal so. Also mit anderen Worten, er kennt sich mit Sri Lanka Food richtig gut aus. Ich war bis jetzt nur einmal auf Sri Lanka, das war im Jahr 2008. Und das hat mir echt super gut gefallen. Essen ist fantastisch und ich kann es auch sehr scharf ab. Auf jeden Fall. Also ich liebe es spicy. Ja. So, und die Gewürze bitte Sri Lanka-Style. Habe ich doch gerade gesagt, Klaus. Auf jeden Fall. Und was kriegen wir hin? Und was kannst du uns heute so Schönes anbieten? Also ich sag immer, das ist so meine Prämisse, es ist das, was euch am meisten anlacht auf der Karte, weil ich persönlich würde nie was auf die Karte schreiben, wo ich nicht selber hundertprozentig hinterstehe. Deswegen kann ich alles empfehlen. Okay. Was man natürlich sagen kann, unsere Spezialitäten, die wir eigentlich auch hauptsächlich an unserem Foodtruck anbieten, sind die Rotis. Ja. Die Sri Lankan Rotis. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Must-Have bei uns, weil das ist auf jeden Fall etwas, was man sonst, ich würde fast behaupten, in ganz Deutschland so nicht bekommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mal was. Ja, weil die Rotis, die wir machen, ist halt auch nicht, auf Sri Lanka kriegt man die auch nicht so, weil das ist wirklich, das hat meine Mutter damals mit meiner Oma zusammen quasi für uns Kids entwickelt, weil wir halt immer so als kleine verwöhnte Kiddies irgendwie verwöhnt waren und dann wurde halt der Roti, wie wir ihn machen, so für uns gemacht. Und auf Sri Lanka, man merkt schon die Ähnlichkeit so, aber wir haben dann noch unseren eigenen Family Twist drin. Super. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das irgendwie in die Welt oder erstmal in Hamburg verbreiten kann und dann geht's weiter Richtung Weltherrschaft.
Vielleicht nochmal für die Leute, Roti ist ja so eine Art Pfannkuchenteig, ne? Genau, es ist nicht ganz wie Pfannkuchenteig, weil wir kein Ei im Teig haben. So wird der Teig sehr schön knusprig und dann halt schön mit einer Käsefüllung und verschiedenen Curries, je nachdem, worauf man Bock hat. Und muss man einfach mal probiert haben. Ja. Das ist mega. Wir können es, wie gesagt, wir machen es seit 3 Jahren. Wir selber, seit 7 Jahren macht es meine Mutter und seit 7 Jahren esse ich es. Kann ich es immer noch jeden Daily Tag essen. Ja. Ja, weil ja. Wir variieren auch immer mit den Füllungen, heißt, es ist halt auch nicht immer das Gleiche. Das Prinzip ist gleich, aber den Geschmack kann man immer variieren und deshalb wird es nie langweilig. Ja, geil. Okay, ich bin sehr gespannt. Dann machen wir uns doch einfach mal so ein Rinderhack Roti. Ja, gerne. Also, aber Sri Lanka-Style. Ja, auf jeden ja. Fall. Und was habt ihr noch? Wir haben unsere Reis- und Curry Bowls. Da haben wir heute... Genau, das hier. Da haben wir heute das Rinderhüft-Curry. Das wäre die Meat Bowl. Und dazu kannst du dir dann eins der vegetarischen aussuchen. Da haben wir Kartoffeln Sri Lankan Style. Das sind Kartoffeln mit Chili, Zwiebeln und unser Würzmuscheln gebraten. Oder halt Schneidebohnen-Curry. Auch alles mit Kokosmilch. Sehr, sehr geil. Also was dich am meisten anlacht, weil es schmeckt alles sehr gut. Wir können ja natürlich auch eine Curry Bowl machen, wo du Fleisch und einfach beide Gemüse, ja. Damit du einfach alles mal probieren kannst. Boah, also ich glaube dieses Rinderhüft-Curry. Du meinst, es wäre so richtig heftig, ja? Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall das Rinderhüft-Curry. Dann würde ich mal sagen, let's go und dann gehen wir mal in die Küche, ne? Ja, Mann. Okay, peace. Machen wir so. So, Freunde, unser erster Gang wurde serviert. Und zwar ist das hier, ihr glaubt, ich bin schon voll aufgeregt. Ich hab Hunger. Hier, schaut euch mal diese Liebe an. Die machen alles selbst. Der Teig ist selbst gemacht. Das Chili, auch selbst gemacht. Das Mango-Chutney, machen sie selbst. Das heißt, sie nehmen keinen Mangomarkt, sondern nehmen wirklich eine pure Mango und raspeln die frisch. Also da steckt wirklich viel Liebe drin. Und wir sind umso gespannter, wie dies jetzt schmecken wird. Alter Schwede, ey, wie geil, Mann. So, probier du mal. Ja, probier. Oh, mit Chili. Ich nehme das mal mit Mangoschat, ne? Das ist ein Traum. André, das ist ein Traum. Schaut mal. Wow. Gefüllt mit Chili, mit Käse, mit einem richtig leckeren marinierten Rinderhack. Mmh. Oh, du kannst das ist so lecker, oder? Nee. Jetzt probiere ich aber mal das Chili. Das, dieses, wie nennt sich das nochmal? Fried Chili Paste. Jetzt Fokus, jetzt. Also, André, entschuldige, wenn ich unterbreche. Aber das ist ein Traum, was man hier isst. Das ist super gut. Das kannst du auch hier mit dem Chili essen, das schmeckt wunderbar. Vor allem diese Chili-Paste, die schmeckt nicht salzig, sondern die ist mehr süßlich. Ne? Aber Schärfe hinterher. Boah, die hat richtig viel Power und die haut einen echt um. Super geil. Die Leute sind unheimlich. Geil, Mann. Jerome, das ist so geil, das schmeckt so lecker. Komm doch mal bitte, ey, das ist der Hammer. Dieses Chili, ne? Diese Chili-Paste, die schmeckt auch süßlich, ne? Ja, ja. Wie macht ihr das, Bro? Das ist so geil. Es ist ein Traum. Vielen Dank. Aber manche Familienrezepte oder Goldstücke müssen auch geheim sein. Nee, das ist auch richtig, was du sagst. Aber das ist brutal. Das ist wirklich brutal, bis sie wirklich werden. Vielen, vielen Dank. Nee, also, wir kommen wieder. Wir kommen auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hab deiner Mutter schon gesagt, sie macht mir auch mal da eine Stufe vorher an. Mach mal. Ich schwör's dir, Diggi, wenn du einen Laden richtig aufmachst, ne? Ich bin der erste Gast, ich schwör's dir. Nee, das ist einfach geil. Das also ist einfach nur geil. Ist aber sowas. So, Klaus,
Jetzt erzähl mal ein bisschen, was schmeckst du raus? Also ich schmecke hier raus, also diese Chili ist... einmal die Cutlets für euch. Oha, es geht weiter. So, das sind die Cutlets und hier ist die Rice and Curry Bowl. Hier ist die Fried Chili Paste und dann habe ich euch von allen Curries ein bisschen was gemacht. Rinderhüfte, Kartoffel, Sri Lankan Style und Schneidenbohnen. Wunderbar. Oh mein Gott. Toll. Das wird Food Porn. Das ist Food Porn. Das ist wirklich Food Porn. Hier diese Mangosoße. Da merkst du richtig, dass sie frisch gemacht ist. Ja. Das ist wirklich frisch. Das ist keine Mangosoße, das ist eine Mango-Chutney. Ja, Mango-Chutney. Also ganz toll und frisch gemacht. Und das schmeckt man so. Sofort raus. Ja. Nicht aus dem Glas, sondern frisch. Ich werde jetzt auch mal hier davon so ein Ball probieren. Schau dich mal hier dieses Teil an. Kartoffel-Thunfischbällchen, aber halt Singerle-Style, ne? Ja, siehst aber, was Thunfisch drin ist. Da sieht man auch den Thunfisch. Oh. Außen ist es schön crispy, schön knusprig. Und innen drin ist da eine schöne Mischung aus Kartoffeln und Thunfisch mit diversen singalesischen Gewürzen, also Curry sehr wahrscheinlich. Ne? Genau. Und es schmeckt einfach so cremig im Mund, also es ist super geil. Da braucht man auch gar keinen Dip dafür. Den kann man auch so pur essen. So Freunde, jetzt probieren wir mal hier diese spezielle Mixbowl, die uns Jerome angefertigt hat. Und zwar besteht die einmal aus diesem Rindfleisch-Curry, Kartoffel-Curry und allerlei Reis, Bohnen, also alles querbeet. Ich bin jetzt echt mal gespannt und nehme einfach mal so einen gemischten Löffel. Mmh. Wow. Der Reis ist ja heftig. Der Reis schmeckt gut. Der Reis ist richtig heftig. Ja. Boah. Der Reis ist richtig spicy, schön gesalzen. Das Fleisch, wie du schon gesagt hast, ist so typisch durchgekocht, ja, durchgegart sozusagen. Mmh. Dann kann man diese Knoblauchsoße. Die soll sozusagen die Schärfe abmildern. Wow. Diese Knoblauchsoße. Du hast so eine richtig schöne Säure im Mund. Und total angenehm. Also es ist erfrischend bis zum geht nicht mehr. Und jetzt ein bisschen Kartoffeln. Ja, die Kartoffeln, die sind recht mild im Vergleich zu dem Rest. Aber es ist auch ein guter Ausgleich. Also diese Balance von dieser Bowl ist fantastisch. Du hast einmal was richtig Scharfes, dann was Süßes, dann halt viel Säure durch diese Knoblauchsoße und die Kartoffeln, die mildern das praktisch ab. Ja. Also das ist geil. Probier die Kartoffeln nehmen die Schärfe weg. Das ist super, super geil. Der Reis ist sehr lecker, weil er ist sehr abgeschmeckt. Da ist auch Currypulver dran. Und die Kartoffeln nehmen die ganze Schärfe weg. Ja. Also es haben wir wunderbar. Ja, und da sind auch Bohnen dabei. Bohnen und Paprika. Ja. Wo sind die Paprika? Ja. Das sind Tomate. Nee, das ist Paprika. Das ist Tomate. Nee. Gib mal. Moment. Das ist Tomate. So Leute, wir lassen uns weiter schmecken. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Location wieder. So Freunde, das war ein echt gelungener Start in den Tag. Also ich kann euch ja sagen, Sri Lankan Wave ist echt Endlevel. Nee, es war super. Das ist wirklich einfach super. Ich fand am besten, ganz ehrlich, ich fand diese Chili-Paste, die sie da selbst machen und das Mango-Chutney, das ist wirklich Endlevel. Vor allem, die machen alles selbst und du schmeckst das einfach. Du schmeckst die Süße, du schmeckst die Säure. Du schmeckst einfach, dass es echt eine echte Mango ist. Ist kein Mangomarkt, das ist aus einer frischen Mango gemacht. Ja, das ist einfach geil. Und da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Ja. Darum geht es, Leute. Wow. Ja, und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur nächsten Location.
Bist du schon sehr gespannt? Ja, ich bin ganz aufgeregt. Wir befinden uns in der Fuhlsbüttler Straße. Und dort gibt es ein richtig interessantes Lokal. Und zwar... Hoffentlich sind wir schnell da, es regnet. Es regnet noch ein bisschen, ne? Ich meine, jetzt bringt sie mich von außen vom Konzept, ey. Ja, muss ja selber wissen. Ne? Ja. Mal weiter. Also, wir checken auf jeden Fall ein kolumbianisches Streetfood-Restaurant aus. Und zwar La Tropicana. Und darauf sind wir schon so gespannt. Wir haben bis jetzt noch nie kolumbianisch gegessen. Und von daher sind wir sehr gespannt. Seid auch gespannt. Ja, ich bin natürlich auch gespannt. Nee, nicht nur gespannt, aufgeregt. Und jetzt regnet es, scheiße. Ja. Wir müssen mal Schluss machen. Wir sehen uns gleich im Restaurant. Peace. So, Freunde, es fängt an zu regnen. Wir sind aber zum Glück angekommen und zwar im La Tropicana. Das ist ein neues Restaurant und zwar kolumbianisches Restaurant. Let's go. Hallo, hi. Ich würde gerne mal wissen, was ihr da so Schönes anbietet an kolumbianischen Spezialitäten. Hast du denn schon mal kolumbianisch gegessen? Ich habe bis jetzt noch, also wir haben noch gar nicht kolumbianisch gegessen. Okay. Ja, und von daher sind wir sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommen wird. Okay, cool. Also unser Konzept ist auf jeden Fall so auf Streetfood angelegt, ne? Du meinst ja auch. Genau, Streetfood, ne? Ja. Genau. Wir haben wirklich so typisches Essen, wirklich so von der Straße. Ich komme auch aus Kolumbien, so ich kenne das, das ist auf jeden Fall authentisch. Ja. Welche Gegend? Ich komme aus Medellin. Ah, okay. Genau, also wir haben Empanadas, wir haben Arepas, es kommt, das zu essen. Es gibt auf jeden Fall in Südamerika natürlich auch, aber eben mit kolumbianischer Art davon. Dann haben wir Patacones, das sind Topbananen, die sind alles Patacon. Patacon? Genau, das ist quasi eine Topbanane, da kommt Fleisch drauf oder eben vegane Alternative, Guacamole, ein bisschen Salat, Frischkäse optional. Und wird es ja auch so besondere Gewürze, also so richtig scharf? Oder? Ja klar, also wir bieten zu jeder Speise Soßen an. Ja. Ne? Also da kann man sich halt immer zu jedem Gericht eine aussuchen. Wir haben sehr scharfe Soße da, traditionelle Soße, eine Cocktailsoße, eine Mangosoße und Pinienkern, Erdnusssoße. Die alle hausgemacht auf jeden Fall. Alle Produkte hausgemacht? Ja, die Rezepte kommen von der Mom, vom Besitzer. Aha. Ja, ist alles. Schick. Also High Quality und alles selbst gemacht. Ja. Ja, Leute, wir sind ultra gespannt und gleich wird uns das Essen serviert, ne? Schaut euch mal diese Umgebung an. Alles voller Pflanzen. Schön grün gehalten. Ein sehr schnuckliges, kleines Restaurant. Was ist das jetzt genau? Patacon, das ist eine Kochbanane mit Guacamole, dann ist da Rindfleisch drauf, Feta-Käse. Wow. Da gehören halt die Soßen dazu. Und welche Soßen ist das? Genau, das ist die Mangosoße. Die ist vegan, die ist alle vegan, außer die Cocktailsoße. Ja, und was ist mit der? Das ist Pinienkern-Erdnusssoße. Wow. Genau, dahinter ist Ají Pique, heißt das auf Spanisch. Das wird gemacht aus verschiedene Zwiebeln, Tomate, Öl, Chili, ja. Genau nach Hausrezept eben. Das ist Salsa Pasada, so wird sie genannt. Das ist eine Cocktailsoße, eine typische. Ja. Das werden wir mal probieren, das ist Kochbanane. Was da oben drauf ist, was Rindfleisch, ist das? Gezupftes Rindfleisch, also gezupftes so eine Art, Rindfleisch. Pulled Beef ist das. Hm. Aber ich glaube, da muss ich eine Soße drauf tun. Ja, wieso? Weil das sehr lasch im Geschmack ist. Darum. Ja. Weil da muss eine Soße drauf. Guck, da kommt die Dame ja noch. Hier sind einmal die Papaclio, ja? Das sind so kleine Edelkartoffeln, die sind importiert aus Kolumbien. Die wachsen, glaube ich, tatsächlich nur da. Ah, wow, das sind Kartoffeln? Ja, genau. Und sind die irgendwie speziell gewürzt, oder? Da ist tatsächlich nur Salz drauf. Ah, okay. Genau, ja. Alles aber die klar. Haben für mich so einen ganz besonderen Geschmack. Ja. Das hier ist einmal die Arepa, das ist so ein Maisfladen. Da ist ein bisschen Frischkäse drin, dann Hähnchenfleisch. Und daneben ist eine vegane Empanada. Die ist mit veganem Hackfleisch. Genau. Ah, dann. Wow. Und die, welche Soße benutzt man am besten für dieses Gericht? Ich würde sagen, ruhig die scharfe.
Ich glaube das auch. Du nee. Noch mit dem Rindfleisch zusammen, mit dem Käse. Ich habe das jetzt nämlich mal so probiert, war es sehr lasch im Geschmack. Da habe ich mir auch überlegt, das Schafe drauf zu tun. Ja, das stimmt. Ja. Will ich auch jetzt ausprobieren. Ja, nimm das mal, nimm mal hier davon, von dieser leckeren Soße. Boah, guck mal. Das mache ich jetzt einfach mal so. So ist das, glaube ich, richtig. Bin ja. So, jetzt werden wir es mal probieren. Ein bisschen mehr Soße. Komm. Achtung, das scharf, ne? Doch. Ja, kann richtig scharf ja, machen. Mir macht das Scharfe nichts aus. Nee, gut. Das muss ich aber nur... Wir haben versucht, eine gute Mitte zu finden. Wir haben früher angeboten, mildscharf, sehr scharf. Aber es reicht eine Schärfe, ja. Um für mich okay. Wunderbar. Ja, für mich auch, aber... Aber ich bin oft in Sri Lanka und da wird ja sehr scharf gegessen. Ne? Ja. Und das macht mir auch nichts aus. Ja, schön. Ne? Ist ja auch gesund, ne? Ja, ist gesund. Ja, für den ganzen Körper. Ja, das ja stimmt. Das schmeckt einmal nicht. Die Kochbananen, wenn man sie so isst, schmeckt sehr nicht sehr fade. Aber wenn man dieses Hack Rindfleisch mit dieser scharfen Soße, sag ich mal, mit dieser Moment. Mit dieser scharfen Soße macht, schmeckt es sehr, sehr gut. Und da will ich nur sagen, wenn ihr da ein bisschen zu viel Soße nimmt, da verbrennt euch den Hals. So Freunde, jetzt werde ich auch mal davon probieren. Bin schon mal sehr, sehr gespannt, wie dieses Gericht schmecken wird. Ich nehme ja auf jeden Fall auch was von dieser scharfen ja, Marinade-Soße und tue das hier auf dieses schöne Objekt drauf. Du merkst sofort, wenn du mit dem Messer reingleitest, dass es knusprig ist. Das Fleisch ist auch gut mariniert. Die Soße ist nicht allzu scharf, finde ich. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Schafskäsefreund, aber... Der schmeckt nicht so streng nach scharf. Du schmeckst nicht dieses Stallige. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich mag normalerweise gar nicht so Ziegenkäse und Schafskäse. Aber das kann man durchaus essen. Die Kochbanane hat eigentlich nur einen ganz leichten, dezenten Geschmack. Hat jetzt keinen außergewöhnlichen Geschmack. Und du schmeckst halt mehr die Soße, also diese scharfe Kräutersoße. Also dieses Chili und was das da alles drin ist. Und halt dieses gezupfte Rindfleisch, das kommt halt besonders hervor. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie diese kolumbianischen Kartoffeln schmecken. Ja. Die schmecken sehr, sehr erdig. Also, die schmecken nicht wie herkömmliche Kartoffeln, Klaus. Das ist so, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich würde eher sagen, erdig. Es schmeckt erdig und irgendwie intensiver vom Geschmack. Ist ja in der Regel immer so, wenn du so kleinere Sachen hast, wie zum Beispiel eine Mini-Ananas, da schmeckt die auch intensiver. Oder Mini-Bananen, die schmecken immer ein bisschen intensiver. Und so ist es auch mit dieser kolumbianischen Kartoffel. Ist halt sehr, sehr durchgekocht. Aber du hast ein schönes Mundgefühl und das Aroma ist fantastisch. Jetzt möchte ich aber auch gerne mal hier diese... spezielle Pinienkern-Erdnusssoße probieren. Das ist ein sehr natürlicher Geschmack, also sehr, sehr... Ja, du schmeckst die Erdnuss raus. Von Pinienkern kann ich eigentlich jetzt nicht so viel schmecken. Ja doch, minimal. Und die geht mehr so in die süßliche Richtung. Also die schmeckt auf jeden Fall ganz interessant. Jetzt mal hier, das war hier diese Mango, glaube ich, ne? Hm. Die schmeckt sehr säuerlich, süß, säuerlich. So eine süß-saure Soße ist das im Prinzip. Schmeckt auch nicht schlecht. Und jetzt hier, was ist das? Ist im Prinzip eine Mayonnaise, die so ein bisschen pikanter ist. Aber ich muss schon sagen, also von den Soßen finde ich halt diese ganz scharfe optimal. Die ist richtig gut. Jetzt kommen wir hier mal zu einem veganen Empanada. Nicht vegan,
Wow. Schaut mal. Was ist da drin? Du siehst Karotten, Sojageschnetzeltes, du siehst Mais, ein bisschen Porree und außen eine knusprige Maisteig. Boah. Das duftet schon mal sehr sexy. Ja. Ich glaube, du musst das auch wieder mit einer Soße essen. Ich glaube, alle Sachen musst du mit einer Soße essen. Also ich finde persönlich, wenn du keine Soße benutzt, ist der Geschmack sehr mild. Ne? Ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ist halt sehr mild. Mmh. Mit diesem Mango, dieser Mangosoße harmoniert das sehr gut zusammen. Das ist hier ein kolumbianischer Döner. Mit gezupften Hühnchen. Interessant vom Geschmack auch. Das ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich kolumbianisch esse. Also kolumbianisches Streetfood esse. Und man muss sich erstmal an diesen Geschmack gewöhnen, muss ich sagen. Also das ist für mich, das sind alles neue Eindrücke. Die muss ich erstmal richtig einsortieren. Aber im Grunde genommen ist es echt ein gelungenes Streetfood. Wobei dieses Streetfood lebt von den Soßen, glaube ich. Das lebt wirklich von den Soßen. Also du brauchst die Soßen, um halt dieses Essen aufzupimpen. Und deswegen sehen die auch, glaube ich, auch mal die Soßen. Ne? Nehme ich mal an. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so, sagen wir, wie das Rindfleisch und so weiter hat ja fast gar keinen eigenen Geschmack. Ja, klar, ein bisschen Salz und Pfeffer, ja, so, ne? Also jetzt nicht so besonders. Also kannst du noch pur probieren? Ja, da ist noch ein anderes Gewürz, Knoblauch. Da ist Knoblauch auch, Klaus. Mmh. Mit der scharfen Soße schmeckt es mal besser. Ja. Doch, dann schmeckt es. Ja. Und sonst war es sehr, sehr mild im Geschmack. Ja, gut, dann lass es dir mal schmecken, ne? Ja, okay, danke. Und hier könnt ihr auch mal reinbeißen, wenn ihr wollt. Guten Appetit. Wir haben jetzt unser Essen gegessen bei La Tropicana. Und ich muss sagen, das Essen ist im Prinzip gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr Geschmack gewünscht, ne? Aber es ist, glaube ich, also Geschmäcker sind ja verschieden und von daher kann ich eigentlich nichts Schlechtes zu diesem Restaurant sagen. Essen war ganz solide. Ja, jeder soll sich da selber sein Urteil machen. Das Essen war wunderbar, also war schon in Ordnung gewesen, aber ich hätte mir schon vorgestellt, ein bisschen mehr Gewürze, also mehr geschmacksintensiv. Das wäre mein Ding gewesen, ne? Aber jeder soll ja selber urteilen. Ja, also klar. Es war anrichtungsweise, das Essen war sonst in Ordnung, wunderbar gewesen. Ja, das muss ich auch sagen. Also anrichtungsweise war toll. Und es ist auch ein schnuckeliges Restaurant, muss man auch dazu sagen. Und es ist auch ein neues Restaurant. Und das Personal war sehr. Und Personal war sehr, sehr freundlich, haben alles erklärt und haben auch nach Sonderwünschen gefragt und so weiter. Also von daher Props an die Gastronomie. Also wirklich toll. Ne? Also wirklich toll. Ja, doch. Und wie gesagt, ich hätte mir halt persönlich, ich hatte hohe Erwartungen, ne? Das ist halt so, weil ich so eine richtig krasse Geschmacksexplosion im Mund bekomme und dass irgendwie neue Aromen im Mund sich befinden, ist zum Teil aufgetreten, zum Beispiel mit der Kartoffel, die hat einen intensiven Geschmack, aber ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Aber die Soßen darfst du nicht vergessen. Die waren auf jeden Fall auch gut, das ja, stimmt. Die waren gut. Und Leute, bildet euer eigenes Urteil. Ne? Ja. Checkt auf jeden Fall mal den Laden ab. Und dann könnt ihr ja selbst sagen, ob es gut oder schlecht ist. Punkt aus. Okay. Aber für uns war das absolute Highlight Sri Lanka Food. Ja. Sri Lanka Food war richtig heftig. Ja, das stimmt. Richtig, richtig heftig war das. Ne? Ja. Und da wird sicherlich noch was mit Jerome kommen, weil Jerome ist auch ein Foodlover und das hast du auch geschmeckt. Also nochmal Grüße an Jerome. Ne? Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Und ja,
für den Algorithmus und so weiter und so fort. Und abonnieren, Leute. Abonnieren. Weil uns ist aufgefallen, die Klickzahlen sind ziemlich gut, aber die Abonnenten, die sind noch nicht da, wo wir eigentlich hin möchten. Von daher, unterstützt uns bitte. Wir haben wirklich Großes vor mit euch und nur gemeinsam können wir wachsen. Also in dem Sinne, willst du noch was sagen? Nee, ist also noch. Also etwas muss man sagen. Ich war ja schon mehrmals in Sri Lanka gewesen. Und das Essen heute, was wir gegessen haben hier, singalesisch, war wie in Sri Lanka. Also Leute, in diesem Sinne, haut rein.